erste richtige Wagner-Oper, die Opern, die er davor geschrieben hat, die sind so die Komponistenanfänge. Und weil Wagner selbst hat tief erlebt, dieses Ereignis, wo er von Riga geflogen ist und in Meeressturm geraten und statt nach, wo sollte er nach England oder Frankreich fahren, ist gelandet in norwegische Küste. Diese Musik bei Ouvertüre kann man wirklich sehr realistisch und klar hören. Erstens ist er ästhetisch wunderbar. Der schafft Bilder wie Caspar David Friedrich. Das sind unglaublich tolle Naturalismen. Und die Idee, dass man das alles in der Fantasiewelt der Senta produzieren will, dass der Traum der Senta ist, ist fantastisch. Aber der Holländer wird dadurch nie real. Er ist also, ich muss zwar real singen, aber ich bin in einer Traumwelt. Very important to make a connection between the time where it was written and the time of today. So how could we do that? We decided we look at the character of Senta. Plains within the ballad that Senta loses her sense for reality and turns insane in the end. So in this little piece of music we have the whole arc of the opera. So our decision was to center around Senta. And for us, we tell the story of a child, the child Senta, who has a lot of imagination and reads a book about the Flying Dutchman. Inszenierung hilft sehr dafür, weil es ist sehr authentisch, sehr romantisch und sehr ja, präzise inszeniert hier. Wagner ist auch auf der Suche nach seiner geistigen, ökonomischen Heimat. Der Holländer war genau wie Wagner, war wie Holländer ein permanent Getriebener. Sie finden ihre Heimat nicht. Und dann die Sehnsucht, dieses wunderbare Wort nach der Erlösung, la Redemption, das durch eine Frau kommt, das ist natürlich der Wunsch des Mannes nach der perfekten Liebe. We're not doing concerts, we're doing music theater, you know, oder as Wagner said, Musikdrama. So for him, music was a very theatrical thing. So we really encourage them to be in whatever is happening and not stand in front and sing. So to combine this, and they're very, very good at it, and they try very hard. And it's a big challenge for you know, this combination.